Hallo und willkommen zurück zu Fabled Woods, Folge 2. Und ja, wir sind wieder in einer, ich würde behaupten, einer Erinnerung oder einer Rückblende. Why can't I have peace? Von Larry, der seinen Jungen verloren hat. Der junge William, der ertrunken ist. Jetzt weiß ich, wie ich die Stimme kenne. Von Layers of Fear, wenn ich mich recht entsinne, müsste es gewesen sein. Und welches dunkle Geheimnis hat das Wäldchen noch für uns zu bieten? Ich bin sehr, sehr gespannt. Oha. Hier fliegen Steine. I miss him so much. Oh ja, das ist die Stimme. Die ist so gut. Ach, Larry, Larry, Larry. Die Hütte. Überall der Käfig. Why don't you let me leave this place? Die Frage ist, was ist mit Larry passiert? Oh, wir können Schubladen öffnen. Wusste ich gar nicht. Vielleicht auch nur hier im Traum, ich bin mir nicht sicher. Okay, aber nur diese Schublade. Oder diese Kommode. Hier auch? Ja, hier geht's auch. Gähnende Leere, so wie mein Kopf. Naja, gucken wir mal. Und immer wieder der Alkohol. Oh nein. Ich glaube, wir haben Larry gefunden. Aber war es Selbstmord? That machete was no use. I should have left this place when I found that cabin. I knew what I felt wasn't right. I just didn't know that night would be my last. I didn't know what it was, but what I saw in that cage had come for me. Whoever made that thing must have known I went to the police. This is where my story ends, drunk and scared in a corner. Is this how William felt? Alone and scared? Your story carries on. You must learn the tales of these woods. They are what's holding us back. We all live with our actions, our consequences. But do you? Go now. There is someone else who would like to see you. Errungenschaft freigeschaltet, Larry. Okay, also ist Larry hier gestorben. Uiuiuiuiuiui. Es gibt noch jemanden, der mit uns reden möchte. Aber warum wir? Was? Diese Kombination oder beziehungsweise den Zusammenhang mit uns bin ich noch nicht... Kommen wir noch nicht drauf. Mann, ich bin so angefixt. Ah, wir können die... Kann ich die mitnehmen vielleicht? Ah, oh, und hier sind die Walkie-Talkies. Lass mich raten. Die Treppe ist fertig? Ja. Also hat er es nicht verkraftet und hat sich selbst das Leben genommen, Larry. Naja. Ruhe in Frieden, Larry. Wer möchte mit uns jetzt sprechen? Huch, Wollte nicht aufs Geländer... Was für Geheimnisse erwartet uns noch hier in diesem... Not again. I guess we'll start where we always do. I'm Sarah. I came out to these woods to get away, much like Larry. While I didn't lose a son, I did take one away. You see, I'm a forensic archaeologist. I dig up bones for a living, and I'm quite good at it. Until my last case, my evidence put the wrong man behind bars. I'm out here to solve a cold case, make what I did right. Come on, there's not much daylight left.
Also lernen wir jetzt Sarah kennen. Die eine Archäologin ist, oder beziehungsweise ja, für die Polizei Forensik arbeitet und jemand Falsches ins Gefängnis gebracht hat. Das klingt nicht sehr gut, wenn ich das bloß sagen darf. Das ist falsch verurteilt. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was hier noch alles kommt. Und wie schön das einfach hier ist. Ich möchte einfach am liebsten stundenlang nur... Was ist das denn da oben? Achso, ein Stein. Am liebsten einfach nur durch den Wald schlendern. Das nächste Mal, wenn ich im Wald spazieren gehe, muss ich mal an dieses Spiel denken. Ob mir dann auch jemand ins Ohr flüstert, hallo, ich bin Sarah und ich möchte meine Geschichte erzählen. Ich find's echt cool, also ich muss sagen, ich find's richtig cooler Spiel. Vielen, vielen Dank nochmal an den Entwickler und den Publisher, dass ich spielen darf und euch das zeigen darf. Auch wenn's nur auf YouTube ist, aber wie gesagt, ihr könnt ja dann selbst entscheiden, ob ihr pausiert, weitermacht und so. Ne? Weil live ist mal live. Ne, auf Twitch zum Beispiel. Und beim Stream kannst du ja nicht pausieren oder du musst es nachträglich schauen. Aber live will man immer live dabei sein. Aber hier ist es aufgenommen und hier ist es fest und auch nichts drumherum gespielt, nichts geschnitten. Es kommt live so raus, wie ich es hier spiele. Und fertig. So. Oh. Oh. Es wird dunkel, sagt sie. Ah, wie hübsch das hier einfach ist, ne? Sorry, wenn ich das so sagen darf, aber es ist tatsächlich so. Ah, Mann. Dieser ganze Wald, wie gesagt, so hübsch wie das auch alles ist, hat so einen bitteren Beigeschmack. The first place I dug. Being an archaeologist, you learn over time to never expect anything on your first attempt. It's like waving a magnet at a haystack in the vague hope you'll find the needle, but... You have to start somewhere, and for me, this was it. I didn't find much, although it was nice to rule out the area. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man wie die Nadel im Heuhaufen sucht. Ah, oh, ein Schmetterling. Kann ich ihn anklicken? Nein, kann ich nicht. Oh, wie süß. Hallo. Das sind Ausgrabungsbereiche. Wenn ich das richtig sehe, hier ist eine Schaufel. Kann ich die anklicken? Was war das denn? Achso, ich habe gedrückt, ne? Ich habe jetzt einfach mal spontan die Vision aktiviert. Und, ist aber nichts zu sehen. Ich kann noch nichts anklicken. Okay, vielleicht sollten wir weitergehen. Hier im Wald hat sie angefangen, okay. Ich höre schon wieder das Geschrei. Oh, wie schön. Wie schön das einfach ist. Entschuldigung, aber das ist echt schön. My office. I spent a lot of time here. More than I did at home, I guess. Privatdetektiv war Sarah also. Okay. P. Jack. Fallakte P. Jack. Detective Sarah. N. Mark. Achso. Marcel, Mark... Und Larry. Okay. Da ist der Wald. Sie hat also auch Larry beobachtet. Darf ich das richtig verstehen? Aber sie war doch nur Forensikerin oder ist sie privat? Aber anscheinend ist sie Privatdetektiv, ne? Sarah Holmes. Diplom of Graduation. Graduation. Entschuldigung, so. Sarah Holmes, having completed the satisfactory of course, a student in advance with the state requirements. Okay. Ja, ist da richtig viel drin. Tut mir leid, ich muss es einfach tun.
Auch wenn mein Kopf sagt, da hör auf zu suchen, es ist eh nichts drin. Ich will hier gar nicht suchen. Ich habe Angst, was wir hier finden. Tim. Nein, der gute Tim. Lampe? An, aus. Dann lesen wir mal. My first case, an adolescent homicide. Sometimes it's easier to use the official wording than to say outright someone killed a kid and left their body on a roof. I spent so many hours in that chair trying to figure it out. What? Ach so. Oh nein. Hä? Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Und hier liegen jetzt Zettel rum. How I found out I put the wrong man in prison. The DNA didn't match, but that didn't matter. He's already behind bars, and our justice system is not about to make itself look bad. My superiors look at me with disappointment. They know what I did, and that there's nothing that can be done. Oh oh. DNA-Ergebnisse. Sarah, es ist eine Schande. Das Ergebnis des erneuten DNA-Tests zu deinem letzten Fall ist da. Die DNA stimmt nicht überein. Hast du eine Ahnung, was das für uns bedeuten könnte? Oder für deine Karriere? Der Richter wird sich die Hände reiben, wenn er nur davon hört. Du hast vielleicht gerade den falschen lebenslang ins Gefängnis gebracht. Aber wir setzen auf den Fall im Wald. Wir setzen dich auf den Fall im Wald an. Die Ausgrabungen sollten dich von deinen Problemen stellen. Es wurden Personen vermisst gemeldet, aber es gibt keine Knochen. Finde sie und bitte stell sicher, dass es Menschenknochen sind. Oha. Aber das wussten wir ja schon bereits. Das hat sie uns ja gesagt, dass sie den Falschen ins Gefängnis geschickt hat. Why? What the hell? Who did this? My office, all my things, my papers, my files. Ugh. Years of my life are in here. All my cases, everything I ever worked on. All scattered and messed up. Who would do this? And why? Warum? Warum nur, Sarah? Warum? Alles für die gute Karriere? Sie hat einen Fehler gemacht, ja. So many pieces. Sometimes it's only when you step back and take a look at the whole tableau that you can make sense of where each individual fragment belongs, what it all means. But you, I could never make sense of you. And now this? How dare you? Wie kannst du es wagen? Ich würde das gerne lesen, was da steht. When you spend half your life with the there or what remains of the... Schade, ich würde es gerne übersetzen. Fragezeichen. Wie, warum? Oh nein, Sarah. Was hast du getan? Man kann doch jeden Fehler wieder irgendwie versuchen, gut zu machen. Aber nichts zu tun ist das Schlimmste. Es stillschweigend unter den Tisch zu kehren, das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Mein Liebes. Okay, wir sind über die Brücke gekommen. Truth be told, seeing the wrong man behind bars really made me question my ability. I put what I found into evidence and finalized a man's life. I should have checked it, but instead I was in a rush. I was foolish. I just wanted to finally solve the case. Ja, ich war dumm. Ich wollte den Fall einfach lösen. Ich kann mich in diese Situation sowieso nicht reinversetzen, weil ich sowas noch nie entschieden habe, noch nie entscheiden werde und wie auch immer. Aber ja, ich weiß nicht, also... Oh, wie gut das aussieht! Entschuldigung, Raytracing! Und ja. Trotz alledem, ja. Hätte man das trotzdem wahrscheinlich irgendwie gut machen können.
Nothing here either, except animal bones. Again. I remember finding it a little odd that I never once caught sight of a deer, or anything that they could have come from. Strange. I thought, given how disturbed the topsoil was, I might be onto something. Unfortunately, another dead end. Immer noch, wir suchen ja immer noch, das Herat ja immer noch auf der Suche nach Menschenknochen, ne? Sollte sie ja finden. Haben wir eigentlich einen Körper? Nee, okay. Ah, das Plätschern, das Rauschen. Ein Traum. Okay, dann wollen wir mal weitergehen. The strangest thing happened one morning while I was digging. I started to feel something watching me. I'm not crazy, but we've all had those moments. This felt too real. I haven't seen any animals in the woods. What could be out there? I kept digging, but that feeling lingered. I stood up, looked around, but I couldn't see anything. I should have left, gone home for the day and never come back. I was too focused on solving the case. After a while, the feeling went away, and I got on with my digging. Didn't that scare me? Guess not. I just kept going. Dasselbe Gefühl, wie auch Larry hatte. Beobachtet zu werden. Aber von wem? Und von was? Das ist hier die große Frage. Das ist die große Frage aller Fragen. Die mir auch im Moment noch keine Ruhe lässt. Wer oder was hat sie beobachtet? Zumindest dieses Gefühl, ne? Blau, I'm blue, dabbe die, dabbe die. Forensikspuren, eine blaue Lampe. I was kind of starting to freak out by this point. I needed to solve this case. Thinking back, it was stupid of me to think I would find the answers so quickly. I was rushing again. If I wasn't careful, I could lose my job, put another person away that doesn't deserve it. But they had to be out here somewhere, and if I wasn't finding them, where else could they be? Manchmal sollte man Sachen nicht direkt überstürzen. Wenn ich das mal so sagen darf, sollte man doch sich Zeit dafür nehmen. Auch wenn man immer heutzutage sagt, ja, ich habe keine Zeit dafür, ich muss immer schnell. Heute, wo sowieso alles immer so schnelllebig ist. Alles immer so, alle am Hetzen sind und alle keine Zeit mehr haben. Aber eigentlich haben wir die Zeit. Wir nehmen sie uns nur nie. Das ist das Problem. Aber Zeit ist aber auch manchmal nur eine Illusion. Denn Zeit ist so schnell vergänglich. Was schade ist. Ich habe den Hinweis gefunden, oder? Oder auch nicht. Oha. Das flackernde Blut. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht so sein sollte, dass es flackert. Da. Eine Hand. Ein Handabdruck am Baum.
Und wir sind wieder in einem Rückblick-Erinnerung, ich bin mir nicht sicher. Qualen, Gedanken. Ich würde eher behaupten, dass es Gedankengänge sind, was wir hier sehen. Weil Larry sagte ja in den Gedanken auch, warum lässt du mich nicht los, warum lässt du mich nicht gehen oder irgendwie sowas. How could you do this? Ich glaube erst, dass es Gedanken sind. Where did you hide them? Wo hast du sie versteckt? Wovon spricht sie denn? Die Knochen? Ich würde behaupten, lol, das sieht weird aus mit dem Baum. Ich würde behaupten, die... Sie meint wahrscheinlich die Knochen. Please, give us peace. Oh nein. Ein neuer Pfad erwartet dich. Lass mich raten, am Ende sehen wir jetzt die Menschenknochen, die sie gefunden hat. Aber das waren ja zwei, ne? Oh nein, nein, das hat so einen bitteren Beigeschmack, hier lang zu laufen. Auch wenn das alles immer so hübsch ist. Nein, es ist eine Leiche. Die wurde mit der Axt erschlagen. Das hat so einen bitteren Beigeschmack, das Ganze. Ironic, for someone so used to discovering and excavating lost bodies, that I'd become one myself. For all the years I spent unearthing bodies, it seems unfair somehow that mine ended up like this. Just laid out in the open, broken and discarded. Maybe I deserved this. I was fooled by the beauty of these woods. I only hope that you can find the answers you need, that everything that happened was not in vain. Push forwards, but prepare yourself. You stand on the verge of a terrible darkness. Ja, und meine Freunde, was soll ich sagen? Ich wiederhole es gerne nochmal, ab hier nochmal Spoilerwarnung. Wenn ihr das selber spielen wollt, kauft es euch und spielt es selber, denn ab jetzt werdet ihr definitiv gespoilert, was die Story angeht. Und das schützt die Entwickler damit, damit wir vielleicht noch mehr davon sehen. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier aufzuhören. Meine Tastatur ist auch schon rot von den Farben. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.